Hallo zu einer neuen Folge des Swift Tutorials. Heute geht es wieder um ein Feature, das einem ja den Code kompakter macht und die Eingabe erleichtert. Es geht um Tuples. Schauen wir uns mal gleich hier eine Funktion an, wo die Tuples nützlich sein können. Also wir haben uns die ganze Zeit schon immer daran gewöhnt, dass eine Funktion oder eine Methode immer nur einen Wert zurückliefert, immer nur ein Objekt zurückliefert. Und wenn man mehrere Werte haben, wie zum Beispiel hier die Größe oder Dimensionen von, ich sage mal, Rechteck mit Höhe, Breite, Länge, dann haben wir drei Werte. Da musste man dafür früher immer extra eine Klasse machen, Dimension beispielsweise. Und das möchte ich hier mal nicht machen. Ich möchte einfach die drei Werte zurückgeben. Und das geht mit Swift mit sogenannten Tuples. Ich habe hier so ein Tupel. 3, 2 und 5, das sollen jetzt die Größe sein, der möchte ich zurückgeben. Und dann muss ich in meiner Funktion getSize noch angeben, dass ich ein Tupel zurückgebe, mit den runden Klammern und dann sagen, okay, die einzelnen Werte des Tupels sind Double, Double und nochmal ein Double. Okay, ja, und dann kann ich getSize einfach aufrufen und bekomme dieses Tuple zurückgegeben. Ich kann jetzt eine Zuweisung machen und kann sagen, okay, ich habe jetzt hier Variablen. Ich möchte zum Beispiel Länge, Breite und Höhe und möchte jetzt das aufsplitten in drei einzelne Konstanten. Dann kann ich das machen, dann kriege ich hier raus, die Länge ist 3 oder die Breite ist 2. Wenn ich jetzt nur an der Breite interessiert bin, kann ich die anderen beispielsweise mit diesem Underscore als Platzhalter versehen und dann wird jetzt nur eine Konstante b angelegt. Was ich auch machen kann, ist, ich kann auf die, ja, man sieht es hier gleich schon am Vorschlag, auf die einzelnen Elemente des Tupels per Zahl zugreifen mit Punkt 1 mit so einer Eigenschaft und dann kriege ich auch hier 0, 1, das zweite Element. Ja, und es ist natürlich auch möglich, dass ich diese einzelnen Elemente eines Tuples nicht nur abzähle, sondern dass ich denen auch Namen gebe. Ich mache das mal hier, das soll unser Maß jetzt sein und mache ein neues Tupel und sage dann Länge ist 5, Breite ist 4 und Höhe ist 2. Das geht auch. Und wenn ich dann natürlich dann auf Maß drauf gehe, kriege ich gleich schon Angebote Breite, Höhe und Länge. Ja, zunächst mal sieht es so aus, wenn man lang Java programmiert hat. Warum brauche ich das? Da schreibe ich mir doch einfach eine Klasse Dimensions, eine Klasse Größe. Könnte ich natürlich tun. Viel schöner ist es hier mit den Tuples. Das ist nicht so schwergewichtig und man sieht es auch noch später, wenn wir noch stärker mit Closures arbeiten, mit Klassen, dass die Tuples hier ihre Berechtigung haben und eine viel leichtgewichtigere Sache sind. Auch nochmal eine Sache beim Tupel, die anders ist, wie wenn ich Klassen irgendwo oder Objekte von Klassen übergebe. So ein Tupel wird als Wert übergeben und nicht als Referenz. Aber dazu in einer späteren Folge auch noch mehr. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.